Herzlich willkommen zu Campus TV, der Sendung von und für Studenten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und natürlich auch für alle anderen Interessierten. In der heutigen Ausgabe dreht sich alles um die AGs am Campus St. Augustin. Und diese AGs haben wir für euch genau betrachtet. Schnell und rasant, das BAS Motorsportteam zum Konstruieren und selbst aufs Gas treten. Zum Lauthören, die Radiogruppe Bonn Campus 96.8 freut sich auf die Nachwuchsradiomacher von morgen, die selbst anpacken. Und nicht nur graue Theorie. Die studentischen Gremien haben eine Vielzahl von Aufgaben und garantieren dazu Partyspaß. Motorsport, Cockpit, Reifenwechsel, Sponsoren und Autorennen. All das klingt nach der Formel 1 oder der DTM, doch findet man dies auch an Hochschulen wie zum Beispiel der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Michael Steimel und Kevin Feld haben sich das BRS Motorsport-Team für uns einmal genauer angesehen. Wie an anderen Hochschulen auch, gibt es in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ein paar rennsportbegeisterte Studenten. Ihr Glück, an der Hochschule gibt es seit 2007 ein Rennsportteam, welches seit 2011 unter der Leitung von Matthias Metzen, Student des Masterstudiengangs Maschinenbau, steht. Die ca. 40 rennsportbegeisterten Teammitglieder schlagen sich so manch eine Arbeitsstunde in der Maschinenhalle um die Ohren. So investieren einige von ihnen ca. 20 bis 50 Stunden pro Woche in die Entwicklung und die Fertigung ihres Fahrzeugs. Die Studierenden fertigen viele Teile ihres 260 Kilogramm Gefährts selbst an. Die Hochschule stellt verschiedene Gerätschaften wie Fräser oder Universaldrehmaschinen zur Verfügung. Natürlich bleibt es nicht nur beim Zusammenbauen des Autos, sondern das Rennsportteam nimmt auch an der Formula Student teil. An dieser Rennserie beteiligen sich weltweit 500 Teams aus den verschiedensten Ländern. Das nächste Event findet Ende Juli am Hockenheimring statt. Mit ihren Erfolgen in der Formula Student sind die Studenten sehr zufrieden. International stehen wir im Moment sehr gut da. Wir sind auf Platz 150 der Weltrangliste, die insgesamt 520 Teams fasst weltweit. Aber wir denken, dass wir da in den nächsten Jahren noch ein bisschen emporsteigen können. Auf den Rennevents gibt es verschiedene Fahrer, die das Auto bedienen dürfen. Der beste unter ihnen ist Benedikt Wienke, Elektrotechnikstudent. Er hat uns die Voraussetzungen für einen Fahrerplatz geschildert. Man muss natürlich schon so ein bisschen so ein Händchen dafür haben. Es gibt Leute hier, bei denen entdeckt man das dann jetzt erst. Die haben damit vorher gar nichts gehabt. Das kann dann sein, dass man das entdeckt, dass die irgendwie bei einem Computerrennspiel besonders gut sind und dann lässt man die mal fahren. Oder wir machen ab und zu auch so Go-Kart-Wettrennen, wo man dann mal sieht, dass Leute ganz gut dabei sind und die lässt man dann mal das Auto fahren. Ansonsten müssen die Leute natürlich schon ein technisches Verständnis mitbringen, damit die den Mechanikern und so dann halt auch ein Feedback geben können, was jetzt an dem Fahrzeug vielleicht nicht stimmen könnte oder wie man es verändern müsste, damit es besser wird. Und man muss auch bei dem Auto durchaus ein bisschen Ausdauer und sowas haben, weil das extrem anstrengend ist zu fahren. Das Team finanziert sich aus eigener Kraft, suchen und kontaktieren Sponsoren, die ihnen Materialien zur Verfügung stellen und die zusätzlichen Kosten von bis zu 200.000 Euro pro Saison bezahlen. Der Einstieg in das BRS-Team ist nicht besonders schwer. Wir haben aus jedem Fachbereich hier am Campus St. Augustin Personen bei uns im Team. Wir haben auch aufgrund der komplexen Aufgabenstellung, die wir bewältigen müssen, auch für jeden Aufgaben aus seinem Fachgebiet auch da. Das heißt, bei uns machen die Technikjournalisten journalistische Arbeit, die Informatiker programmieren, Maschinenbauer machen das Mechanische und die E-Techniker die Elektrik. Ja, die BWLer den Business-Teil. Und deswegen, wir haben für jeden was und jeder kann mitmachen ab dem ersten Semester. Ob man das Rennsportteam als tolle Aktivität oder kolossale Geldverschwendung sieht, bleibt jedem selbst überlassen. Doch eines ist klar, die Studierenden der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg sind mit viel Elan und vor allem Herzblut dabei. Danke Kevin und Michael. Von Sportarten wie Handball, Volleyball und Fußball bis hin zu musikalischen Aktivitäten wie der Hochschulband oder dem Chor gibt es an der Hochschule eine Bandbreite von AGs. Besonders stechen allerdings die hervor, in denen die Studenten sich schon einmal in ihrem Berufsfeld umsehen können. So zum Beispiel die Radiogruppe. Jeden Dienstagmorgen verschlägt es eine Handvoll Studenten in aller Früh in die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Statt Vorlesungen machen die Studierenden am Campus St. Augustin Radioprogramm. Damit der Betrieb funktioniert, sitzen viel mehr Studenten an einer Sendung, als man beim Reinhören denken würde. Vier Personen braucht es mindestens, um die 2 Stunden lange Show zu füllen. Techniker, Nachrichtensprecher, Veranstaltungsexperte und natürlich die Moderatoren. Um das alles zu koordinieren, findet einmal in der Woche die Radiositzung statt.
Hier treffen sich alle Mitglieder, um die nächsten Sendungen zu planen. Meine Aufgabe als Chefredakteur ist es auch unter anderem, die Redaktionssitzung zu leiten. Wir treffen uns einmal in der Woche, mittwochs um 12 Uhr hier im Radiostudio, und dann besprechen wir halt den Sendeplan, das heißt, wer wird wie, wann, wo eingeteilt, und auch zum Teil die Sendeinhalte, was wir senden möchten, was gibt es Neues zu besprechen, wo ist irgendwas los, wo ist eine Party, wo wir hin müssen, und so gucken wir dann, dass wir den Sendeplan dann voll bekommen. Das Mitwirken beim Radio basiert auf freiwilligem Engagement der Studenten. Es gibt weder Noten noch Credit Points. Dafür sammeln die Studenten Praxiserfahrungen und Arbeitsproben. Diese sind wichtig für den späteren Berufseinstieg. Wichtig ist hier natürlich ein motivierter Nachwuchs aus den jüngeren Semestern. Ja, also ganz wichtig ist es hier bei uns im Radio, dass wir also genug Personal haben. Ist nicht immer ganz einfach, weil man muss die Leute wirklich dafür begeistern. Es gibt wenige, die sich heute noch wirklich fürs Radio extrem interessieren, die das auch später beruflich machen wollen. Wir machen vor jedem Semester, bei den neuen Semestern machen wir so kleine Rundgänge und präsentieren das Radio und laden die dann auch alle ein, dass sie sich das mal angucken, und ja, so kristallisiert sich dann heraus, wer dann im Endeffekt dann am Schluss hier bleibt. In so einer Sendung steckt viel Arbeit. Auch für die Moderatoren ist eine gute Vorbereitung elementar wichtig. Moderator Alex Stanek hat da schon einiges an Routine. Ich mache hier Nachrichten, Sport und Moderation mit dem Giacomo Mais zusammen. Das ist sehr aufwendig, was die Vorbereitung angeht, was meistens nicht gesehen wird. Wir bereiten mindestens genauso lange vor, wie auch die Sendung geht. 2 Stunden also. Es wird leider nicht als Studienleistung anerkannt mit Credit Points oder ähnlichem. Allerdings macht es trotzdem einen Riesenspaß, und ich möchte es einfach weiter nutzen, um Angst vorm Mikrofon zu verlieren und mich einzuarbeiten in die tägliche Arbeit im Radio. Nach 2 Stunden harter Radioarbeit verabschieden sich die beiden Moderatoren in den Feierabend. So, ihr Lieben, das war's wieder mit dem Frühstart bei uns aus der Hochschule. Mein Name ist Giacomo Zucker. Mein Name ist Alex Stanek. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Bonn Campus 96.8. Das Radio aus der Hochschule. Was ihr als Zuschauer vielleicht nicht wissen könnt, selbst die Sendung, die ihr jetzt gerade seht, wurde von einer Hochschul-AG produziert. Um euch mal einen kleinen Live-Eindruck zu verschaffen, führt mein Kollege Andreas Reinzagen euch jetzt durch unser TV-Studio. Ja, Lana, genau in unserem Studio stehe ich jetzt, und da arbeiten ganz schön viele Personen dran, damit so eine Sendung überhaupt stattfinden kann. Und wir gucken mal in einen Beitrag von den Vorbereitungen für so eine Sendung. Bevor es auf Sendung geht, wird die Moderatorin verkabelt und der Tonpegel eingestellt. Im Studio wird die Lichttechnik auf die Bedingungen vor Ort angepasst und das Studio ausgeleuchtet. Beim Testdurchlauf wird für die Sendung geprobt und mit allen Beteiligten der Sendeablauf besprochen. Viel Arbeit also, bevor es auf Sendung gehen kann. Und auf Sendung sind wir jetzt, und wir gehen jetzt mal in die Schallzentrale, in unsere Regie. Da sitzt unsere Chefredakteurin Nele van Leuven. Nele, du bist hier für die Sendung zuständig, planst das auch. Also wir haben gesehen, es ist ganz schön viel Aufwand. Was sind da genau deine Aufgaben? Ja, ich gucke vor allen Dingen im Vorfeld, dass wir die Beiträge kriegen. Das heißt, ich weise die Leute ein, die Beiträge machen, was wir inhaltlich brauchen, und nehme nachher die Beiträge auch ab, ob das das ist, was wir uns inhaltlich vorgestellt haben. Und dann muss ich natürlich den Ablaufplan erstellen, gucken, dass das mit den Zeiten passt, spreche mit der Moderatorin, wie lange sie für ihre Moderation plant und wie lange sie hat. Ja, und in der Sendung gucke ich dann, dass das auch alles so umgesetzt wird. Du machst das ja freiwillig, das wird ja auch nicht als Studienleistung anerkannt. Was sind deine Beweggründe, warum machst du das? Ich studiere Technikjournalismus, und das macht einfach riesig Spaß hier. Ich kann hier die Technik mit dem Journalismus verbinden, indem ich eben die redaktionelle Seite gestalte, aber gleichzeitig auch technische Aufgaben übernehme, wie zum Beispiel heute den SG. Und ja, das alles zusammen macht einfach ganz schön viel Spaß. Was passiert beim Schriftgenerator, das ist ja SG? Genau, beim Schriftgenerator kann ich die Leute taufen. Ich kann das mal mit mir selbst machen, wenn ich jetzt hier drauf drücke. Dann sieht man, wie ich heiße, was ich mache. Und so mache ich das eben bei den anderen Personen, die in den Beiträgen vorkommen, auch. Danke dir. Und wir gehen jetzt mal in die erste Reihe, in die Regie, in die Pole Position. Da ist jemand für den Ton zuständig, dass man mich auch hört. Jemand, der die Matzen abfährt, der Bildmischer. Und für die Regie ist Simon Golz zuständig. Du leitest das ja alles. Was sind da genau deine Aufgaben? Ja, meine Aufgabe ist im Prinzip, dass ich die
gesamte Sendung hier, wie man so schön sagt, inszeniere. Das heißt, ich habe den Überblick über alle Kameras, über die Beiträge, die wir abfahren und sage dann in Absprache auch mit der Redaktion an, wie wir das dann halt zusammenfahren. Das heißt, ich kann hier oben meine Kameras sehen. Da habe ich die Lana. Wir sind jetzt auch noch mit dabei. Und ja, das muss dann entsprechend alles zusammengefahren werden. Du hast ja vorher beim WDR Mediengeschalter Bild und Ton gelernt. Gibt es hier Herausforderungen im Studio? Ja, es gibt Herausforderungen. Es ist von der Kommunikation schlecht gelöst, muss man einfach sagen, weil man immer irgendwie rübergreifen muss und nicht so gut mit den Moderatoren sprechen kann. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten ist das schon sehr realitätsnah, vom jetzt nicht von der Technik, aber vom Arbeiten, wie man beim Fernsehen hinterher arbeitet. Das ist schon sehr realitätsnah. Danke euch noch eine erfolgreiche Sendung und das war's jetzt mit dem Blick hinter die Kulissen und unserer Schalte und damit geben wir wieder ab an unsere Kollegin Lana Giese mit der Moderation. Ja, danke Andreas. Partys, Sport und Hilfe bei Problemen. Ohne engagierte Studenten, die sich um die Gremienarbeit von AStA, Studierendenparlament und Fachschaft kümmern, wäre das Leben an der Uni ganz schön langweilig. Aber was diese Gremien eigentlich genau machen, das weiß kaum ein Student. Mein Kollege Andreas Reinshagen hat sich das für uns einmal genauer erklären lassen. Einmal im Jahr wird die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zur Tanzfläche. Der AStA organisiert das Campusbeben, eine der größten Studentenpartys der Region. Als Verantwortlicher sorgt Patrick Weschenbach mit dafür, dass die Party ein voller Erfolg wird. Das Campusbeben kommt super bei den Studenten an, einfach den Hörsaal mal verlassen und in der Hochstraße so richtig abfeiern. Mittlerweile hier eine der größten Partys in NRW. Das merkt man allein schon daran, dass die Hochschule gerade rappelvoll ist. Der AStA sorgt aber nicht nur für Bewegung auf der Tanzfläche, sondern stellt für die Studierenden auch ein Sportprogramm auf die Beine. Auch ganz praktische Dinge wie das Semesterticket oder der internationale Studierendenausweis werden vom AStA organisiert. So fördern die ehrenamtlich tätigen Studierenden das studentische Leben an, in und rund um die Hochschule und das kommt sichtbar gut an. Ich bin hier beim Campus Beben, weil die Getränke so billig sind und die Musik gut ist und die Stimmung cool ist. Gut, es macht sehr Spaß bis jetzt, die Getränke sind annehmbare Preise, die Leute sind gut drauf, die Musik ist korrekt. Aber nicht nur im AStA können sich die Studierenden engagieren. Auch das Studierendenparlament bietet dazu Möglichkeiten. Um hier mitzumachen, muss man allerdings erst in das Parlament gewählt werden. Das Stupa organisiert die studentischen Gremienwahlen. Außerdem beschließt es den Haushalt über die Studierendengelder. Aktiv bin ich im Stupa, weil ich mitbestimmen will, was mit diesen Geldern passiert, weil ich darauf Einfluss nehmen will und auch darauf achten will, dass da nichts falsch läuft. Jeder der fast 7000 Studenten der Hochschule hat eine Stimme, um das 13-köpfige Studierendenparlament zu wählen. Wie bei politischen Wahlen läuft auch hier alles streng geheim und demokratisch ab. Dies ist besonders wichtig, weil das Studierendenparlament über die Verteilung der studentischen Gelder entscheidet. Ja, das Wählen war für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich dabei war. Ich habe natürlich vorher schon hier die Plakate und Aushänge gesehen, wusste also, dass das jetzt hier stattfindet und bin dann aber speziell von einem der Kandidaten darauf angesprochen worden, hier zu wählen. Also quasi Werbung in eigener Sache von ihm. Neben Studierendenparlament und AStA gibt es auch noch speziell für jeden Fachbereich eine eigene Fachschaft, in der sich die Studierenden engagieren können. Als Vorsitzende der Fachschaft EMT ist Christiane Reher für die Studenten da und leitet auch die Fachschaftssitzungen. Also die Fachschaft selbst ist für die Studenten da, dass wir das Interesse der Studenten meinen Professoren vertreten und wenn irgendwie Probleme sind mit Professoren oder mit Klausuren, dass wir die Ansprechpartner sind und versuchen, da eine Lösung zu finden. Und auch wenn irgendwas anderes sein sollte, sind wir vor allem in den Mittagspausen von 12 bis 1 da und sonst halt über E-Mail immer zu erreichen für die Studenten. Zwar können alle Studenten bei der Fachschaft mitmachen, um aber mitzuentscheiden, müssen diese auch in den Fachschaftsrat gewählt werden. Doch egal, ob gewählt oder einfach so, die studentischen Gremien, Fachschaft, AStA und Stupa sorgen nicht nur für gute Stimmung, sondern sind auch immer für ihre Kommilitonen da. So, das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe von Campus TV. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Genaueres über die AGs an der Hochschule lernen können und vielleicht sogar Lust, jetzt bei der einen oder anderen AG selber mitzumachen. Bis dahin, klickt beim nächsten Mal wieder rein, weil es heißt Campus TV, die Sendung von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.